Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind hier gerade frisch im Schattenwald angekommen. Oder werden da jetzt ankommen. Wir haben hier noch 300.000 Türen, wo ich theoretisch reingehen könnte, wenn ich genug Skill hätte, da jetzt vernünftig rüber zu springen. Der eine Frosch, da macht mir immer noch so ein bisschen Gedanken, da hier da so rumsteht. Okay, da komme ich so nicht rüber. Schade, ich hätte da gerne in die Türen reingeguckt. Ja, geht doch. Mit ein bisschen Geduld und Spucke klappt das alles. Hier ist... Doch, da ist was drin. Zähle eines stolzen Ritters und Menschenbild. Alles nie verkehrt. Nur noch halt nochmal auf der anderen Seite rüberkommen. Ja, mit gezielten Sprung würde es auch klappen. Geht doch. Da guckt ein Stachel aus der Wand. Insekt. Aha. Aha. Also irgendwie sehr kurios. Ich mal so vor, jetzt habe ich so ein Schild hier hochziehen. Nicht, dass hier aus irgendeinem Grund noch irgendwo was spawnt. Hier ist keine versteckte Wand. Vielleicht wäre da drüber eine gewesen. Egal. Hier übrigens komme ich auch gar nicht irgendwo hoch, ne? Nee, mal überhaupt und gar nicht. Das heißt, ich kann gar nicht gucken. Was haben wir denn da überhaupt oben drin? Oder aber es gibt einen Weg, der mir jetzt wohl nicht bekannt ist. So. Was werden wir dann jetzt Schönes hier erleben? Da komme ich nicht lang, ne? Nee. Bin ich ja mal gespannt. Der Schattenwald. Da ist schon mal irgendwas zum Einsammeln. Also auch irgendeine Kreatur davor, die sich daran labt. Ach so, ist wieder so ein Giftkeulen-Fuzzi. Gut. Die sind jetzt nicht so die schlimmsten Gegner. Die haben ja auch schon halbwegs akzeptable Giftresistenz, wie ich finde. Hallo. Wow. Schmeiß doch nicht mit Steinen. Das könnte wehtun. Aber nicht hauen. Lauf nicht weg, du Narr. Boah, die Steine tun richtig weh. Aua. Penner, Elendiger. So. Haben wir hier ein bisschen was im Pfarrhaus weiterführen können. Das ist schon mal schön, dass hier einer rumliegt. Haben wir wieder ein Breitschwert. Ist auch immer ganz nett. Wenn man mal ein Breitschwert hat. Ist die Welt in Ordnung? Hier sind anscheinend schon Leute getötet worden. Ich kann mir auch vorstellen, warum. An Unfähigkeit. Wahrscheinlich. So ähnlich, wie es mir immer geht. Aber. Also, sie kriegen mich zum Glück nicht so toll vergiftet. So. Soweit, so gut. Eine Seele. Ein Menschenbild. Ich male auch immer Menschen, Bilder von Menschen, nicht Menschen von Bildern. Nein, ich male keine Menschen von Bildern. Nein, das ist, nein. Schon wieder ein Bonfire? Das war mir jetzt fast zu einfach. Na gut, vielleicht bin ich auch schon in Anführungszeichen overlevelt für dieses Gebiet. Wobei der eine Gürm, Grüm oder wie auch immer er hieß, erschien mir dann doch schon irgendwie fast zu stark. Was ist das da für einer? Zwei, drei Gänge, die ich gehen kann. Eine ist sehr, sehr nebelig. Und bei sowas habe ich doch immer keine Ahnung, wo ich lang gehen will. Ihr leuchtet aber ein bisschen komisch. Auch nichts, was von oben runter springt. Was seid ihr denn? Möchtet ihr gern Kanickel? Ihr wollt mich irgendwo hinlocken. Na, das sieht doch schon wieder scheiße aus. Wow! Ja, nö. Nö, finde ich nicht gut. Ganz ehrlich. Finde ich alles andere als gut. Kriege ich den jetzt weg?
Alter, 32 Schaden machen wir gerade mal. Ja, lass dich fallen, ist okay. Nur halt nicht platt machen lassen von dem Ding. So würde es theoretisch gehen. Das Problem ist, irgendwann kommt hier hinten eine Wand. Und mein Ausfall ist weg. Und er hat mich. Solange mir nicht ist, ist das okay. Aua. Ich muss da hinten durch. Aua. Nein. Okay. Kommst du hier rein? Kommst du hier in die Nähe, sodass ich dich irgendwie ganz easy wegmachen kann? Nein? Okay, das habe ich mir fast gedacht. So. Mach mal irgendwie was Doofes hier. Ja, genau. Und dann stichen. Mit einem starken Angriff hier. Blocken macht hier eh kaum Sinn. Ja, jetzt hat es Sinn gemacht. Aber er ist schon zur Hälfte tot. Wir kriegen diesen Hippo hier auch noch tot. Irgendwie. Das wäre mein Moment gewesen zum Zuschlagen. Oder jetzt. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Er hat fast tot. Ah, er ist so schnell. Dafür, dass er so riesengroß und träge eigentlich sein sollte. Er hat tot. Aber mein Glück spawnt er eh neu. Alter, schimmernder Lebensstein. Wahrscheinlich irgendwie eine große Variante eines normalen Lebensteins. Also eine sehr große Variante. So, was sind jetzt diese Mistviecher? Die sind da. Das ist bestimmt Giftplöre. Nö, ist nur Wasser, okay. Okay, ihr seid einfach nur ein möchtegern Kaninchen. Kaninchen in der Dark Souls Welt können einen immer noch töten. Fast wie das Kaninchen aus Ritter der Kokosnuss. Roter, was? Tränensteinring? Ist das der, der die Feuerresistenz hat? Das, was wir auch hätten kaufen können? Nee, ist er nicht. Ring des Bindens. Begrenzt den... Ja, okay. Da. Verbessert Angriff bei niedrigen TP. Ah, okay. Gab's auch im ersten Teil. Oh. Ach. So einen hier haben wir doch schon mal gesehen. Der war relativ easy. Ich brauche auch ein Symbol eines Königs. So wie drüben auch. Wenn wir den getötet haben, spawnt er nicht neu. Ja, der kann so einen super Angriff, dass er hier so einen extrem starken, was war das, Blitzschwert oder sowas nach vorne einfach castet. Aua. So, okay. Es war fast schon mein Tod und irgendwie auch nicht. Gut. Ich vermute ja fast, dass das irgendwie DLC-Gebiete sind oder aber ein ganz eigenes Gebiet. Das weiß ich nicht. Wobei, die DLCs sind ja auch irgendwie immer irgendwas mit Krone, eisige Krone, eiserne Krone, Seekrone, Gedönskrone. Ne, und jetzt hier immer Siegel des Königs, Siegel des jeweiligen Königs oder sowas vielleicht mitbringen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch wirklich halt nur irgendwie Endlevel-Gebiet, wo wir halt den König von Wrangleck irgendwie beseitigen sollen. Gut, dann können wir uns hier einmal hinsetzen, können dann hier einen anderen Weg gehen, den wir hier halt noch so haben. Und dann mal gucken. Na, wie zum Beispiel hier den Weg, wo hier so ein komischer Typ hier patrouilliert. Okay, ist noch Gras da hinten. Was kannst... Oh, das sind zwei. Oh, der kommt aber auch schnell hier auf einen zugerast.
Hält aber nicht so viel aus. Du da, du aller Heckenschütze. Kannst mich mal gern haben. Da gibt es schlimmere Gegner. Wahrscheinlich aber die wieder in Massen sind wieder voll ätzend. Hier hinten irgendwie was? Nö. Nö. Also nö. Einfach mal nö. Ich vermute mal, richtig ätzend wird es da hinten im Nebel, weil du hast kaum was zu sehen und sowas. Hier ist keiner, der mich aus der Nische rausholt. Doch, natürlich. Wow, sogar zwei. Wow, drei. Okay. Schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Hast du schon erwähnt, dass es ganz schlecht ist? Sind aber auch Hüllen. Oder möchte gern Zombies. Sind alle schon halb tot. Gesichtlich gesehen. Und hier hinten ist ein Item. Das ich mal eben mitnehme. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier auch noch mal einer steht. Große Seele eines stolzen Ritters, Menschenbild, glitzerndes Titanit. Das glitzernde Titanit ist gut, um halt die eine oder andere Waffe aufzuwerten. Gut, weiter geht's. Die Seitenhänge gefallen mir nicht. Gefallen. Immer gucken, ob hier irgendwo was spawnt. Das sieht stark nach einer Falle aus. Es ist eine Falle. Ach, der Geist hier ist auch ein Gegner. Ich dachte, das ist einfach ein Spieler. Ich habe mich schon gewundert, warum kann ich den aus so einer nahen Entfernung sehen und ich kann ihn nicht anvisieren. Ach, leck mich doch fett, ey. Es ist nicht wahr. Wir sind doch gar nicht im Finsterwald. Wurzel, Gedönsgarten. Drachentöter, Halbmondaxt. Goldener Falkenschwert. Wie sieht denn ein Drachentöter Halbmondaxt aus? Da. Okay. Erinnert mich fast an die Axt von Astratos. Aus Soul Calibur. Ist er Astratos? Astramod? Astra irgendwas. Nicht Ford Astra oder Opel Astra. Schrein des Winters. Sucht mächtigere Seelen. Das ist wahrscheinlich der jetzige Gebiet. Und wenn das hier Schrein des Winters ist und es gibt irgendwie DLC mit Eiskronengedöns, ist das wahrscheinlich der Eingang zu dem einen DLC. Und wahrscheinlich kommen wir da erst rein, wenn wir den Rest erledigt haben. Gut. Was haben wir dann da hinten in dem nebeligen Gebiet? Muss man ja auch nochmal reingeschnuppern. Du bist jetzt aber... Okay. Aber wie die Geister auseinanderhalten soll, ich weiß auch nicht, wie viel es davon hier geben wird. Ich kann mir aber vorstellen, es wird echt extrem ätzend. Gut. Jedenfalls setze ich mich hier dann auch nochmal hin. Nein, nur für Estus und Leben und Gedöns. Aber hier komme ich mit dem Gegner einigermaßen klar. Das ist okay. Kann man machen. Ich denke immer, die Statue will mich attackieren, aber ist nicht so. So, hier sind gleich Blutflecken. Das heißt, hier wird gleich irgendwas kommen, was echt eklig ist. Alter, man sieht gar nichts. Man sieht ja gar nichts. Was? Aua! Es sind Geister. Natürlich. Was denn auch sonst? Deswegen kann ich es auch nicht anvisieren. Und das mit so wenig Ausdauer im Moment ist halt echt mies. Wie mies einfach nur. Du hast diese Geister, die du kaum siehst, weil sie halt so hell sind und weiß und dann auch noch den Nebel hier. Boah, Dark Souls kann manchmal so ein Arschloch sein. Oh. Da, ich hab dich gesehen.
Da, den kann ich besser sehen. Was? Da kann sich wegporten oder sowas? Da liegt irgendwas. Leute, Talisman, ja, okay. Kann ich auf Mimikry werfen, wenn ich weiß, da ist einer. Ich hab dich gesehen, du Penner. Du Elendiger. Ich weiß auch gar nicht, wo ich lang gehe. Ey, das ist einfach so krass. Einfach so atmosphärisch, weißt du? So ein Atmo-Ding halt. Da haben wir eine Truhe. Da haben wir einen Gegner. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Ring oder sowas, mit dem ich die dann anvisieren könnte. Theoretisch. Praktisch, nö. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Muss was trinken. Da. Ich sehe dich. Ey! Nicht so, Kollege. Jetzt ist gut. Alter, er hat mich getötet. Alter, das finde ich nicht okay. Ganz ehrlich, finde ich nicht okay. Boah. Heftig. Heftig, heftig. Aber verdammt geil. Irgendwie. Weil halt Dark Souls immer so schön vielfältig ist. Von allein gebietreich Gedöns. Ich meine, ist natürlich ein bisschen unlogisch, ne? Der eine Bereich ist total nebelig, auf der anderen Seite ist es alles total okay. Da war was. Ich hab dich gesehen. Der will mich irgendwo hinlocken, natürlich. Es ist eine Falle. Ich werde meine Seelen verlieren. Es waren nur 4000 noch was. Da. Ah, ja. Zum Glück hat er manchmal eine Lebensleiste, wenn ich ihn getroffen habe. Oder ich ihn inzwischen sehen kann. Okay. Weißt du immer noch nicht, wo ich lang gehe? Solange ich nicht mitten in einen Abgrund reinrase, ist ja alles okay. Normalerweise müsste ich hier, sag schon, so ein Ausdauerding nehmen. Wenn ich halt jetzt gleich wieder einen sehe. Wenn ich Glück habe, laufe ich jetzt zu meinen Seelen. Ja, sehr schön. Ja. Oh. Was? Instant tot? Was für Drecksäcke? Oh, verdammt geile Drecksäcke. Ne? Man muss ja immer wieder sagen, wie toll Dark Souls doch ist. Auch wenn es manchmal nicht so den Anschein hat, aber für mich ist es wirklich verdammt geil. Wahrscheinlich lohnt sich jetzt diese Kiste nicht mal großartig. Da, ich hab dich gesehen. Was sind das für komische große Geräusche? Das gefällt mir nicht. Wahrscheinlich irgendwie was Riesenhaftiges. Das muss nicht sein. Na, oh, du Kacke. Oh nein, da ist hier so eine Fluchurne. Ich müsste mich echt informieren, ob es irgendwie was gibt hier für Geister zum Anvisieren. Ich meine, in Dark Souls 1 gab es das. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, werde ich das nicht heute nochmal versuchen. Dann gehen wir tatsächlich erstmal einen anderen Weg entlang. Da hinten ist die Urne. Die muss ich zerstören. Und halt irgendwie was machen, was die Geister besser sichtbar macht, weißt du? Irgendwas muss es doch da geben. Irgendeinen Trick gibt es immer. Jetzt ist er nicht hier. Mal sehe ich es auch, mal nicht.
Ring der alten Sonne oder was? So. Genug getötet hier. Hier ist wahrscheinlich vor sich tot. Versuch es mit Sprint und dann springen. Ernsthaft? Ich traue niemanden. Was steht denn auf dem anderen Tipp? Vision von Tod. Ja, das habe ich mir gedacht. Versuch es mit Angreifen. Das macht schon eher Sinn. Irgendwas gefällt mir ja nicht. Wir schaden hier dem Wald, kann das sein? Und der Wald lebt oder sowas? Ich auf jeden Fall Schritte. Hm. Also auf jeden Fall, wenn ich dagegen haue, kommt hier so ein schönes Geräusch. Also wirklich was passieren tut auch nicht. Lügner. Ja, vielleicht irgendein Hinweis oder so ist der da lag. Dieser Wald macht mich ganz kirre. Da oben steht eine Truhe. Einer weniger. Wie komme ich jetzt da hoch? Hier vielleicht. Aber hier tötet mich auch irgendwas anscheinend. Das finde ich ja manchmal so ein bisschen schade, ja, dass das hier alles immer gleich angezeigt wird. Hier ist jemand gestorben. Ich meine natürlich auf der einen Seite halt auch wichtig. Auf der anderen Seite halt, wenn du dich nicht so in dem Maßen spoilern lassen willst, dann solltest du natürlich offline spielen. Aber halt hier jetzt immer das Internetkabel rausziehen, muss auch nicht sein. Chlorantiering plus 1. Auch Ringe kann ich ja auch aufwerten. Und ich denke da immer nicht so dran. Sollte ich vielleicht auch mal tun, falls ich die nötigen Materialien dazu habe. Ja, okay, ich bin tot. Das war's, Leute. Ich bin tot. Gut. Wir werden hier auf jeden Fall zurückkehren. Wenn ich mehr Ahnung habe von dem, was ich da eigentlich tue. Ja, das kommt eigentlich so gut hin. Gut, dann würde ich sagen, ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2, wo wir dann wieder einen anderen Weg einschlagen werden. Ich habe noch keine Ahnung wo, aber irgendwie wird das schon. Bis dahin, viel Spaß noch. Ciao.